Hallo und willkommen zu Teil 2 der Sternkind-Videoserie. Sie können alle meine Schnittmuster im Shop herunterladen, die Links sind in der Videobeschreibung. Nehmen Sie ein Puppentrikot-Restestück, falten Sie es, legen Sie das Schnittteil im Bruch darauf und zeichnen Sie es auf den Stoff mit einem luftlöschbaren Marker. Um die Sternmützenteile auszuschneiden, lege ich zwei Stofflagen rechts auf rechts aufeinander und zeichne das Mützenunterteil auf die linke Seite des Stoffes. Dann schneide ich beide Teile gleichzeitig aus. Ich schneide das runde Loch des Mützenunterteils aber nur in eines der beiden Teile natürlich. Um den Körper zu machen, falte ich den Stoff und lege das Schnittteil auf die gefaltete Kante, zeichne um das Schnittteil herum mit einem luftlöschbaren Marker und schneide das Teil zu.
Schneiden Sie nun das Mützenunterteil zu. Nähen Sie entlang der gerundeten, offenen Kante. Schneiden Sie den überstehenden Stoff ab. Nähen Sie die beiden oberen Mützenteile entlang der äußeren Kanten zusammen.
Schneiden Sie die Ecken ab und machen Sie kleine Schnitte in die Rundungen. Falten Sie das untere Mützenteil oder Mützenband in der Mitte und nähen Sie entlang der offenen Kante. Wenden Sie das Teil nun nach außen und falten Sie es dann in der Mitte, sodass die beiden offenen Kanten aufeinandertreffen. Nähen Sie die beiden Teile zusammen, rundherum. Wenden Sie die Mütze nach außen.
Nähen Sie die beiden Körperteile zusammen und lassen Sie ein ca. 3,2 cm großes Loch für den Kopf offen. Schneiden Sie die Ecken ab und machen Sie kleine Schnitte in die Rundungen. Das ist das Ende von Teil 2 der Sternenkind-Videoserie. Teil 3 ist unter dem Video verlinkt und auch hier, wenn Sie auf den Bildschirm klicken, irgendwo gelangen Sie zum nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte geben Sie mir einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal und folgen mir auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn Sie mögen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!